Das Erfolgsrezept der funktionierenden Schulbildung heißt Lehrerpersönlichkeit. Solche Faktoren wie Schulsystem, Klassengröße und finanzielle Ausstattung tragen zum Erfolg nur geringfügig bei. Das folgt aus dem inzwischen weltberühmten Mammutstudium des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie. Die Forschungsergebnisse vom Professor Klaus Zierer zusammengefasst, wurden am Mittwoch zum ersten Mal in MV der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Bildungsminister Matthias Brotkorb zeigte sich dabei kaum überrascht. In der Tat, wenn man sich mal an seine eigene Schulzeit erinnert, dann ist ganz klar, am meisten gelernt hat man bei den Lehrern, die man mochte. Da hat es auch am meisten Spaß gemacht. Und wir haben jetzt wissenschaftliche Befunde, die das mit einer Wucht belegen über die Arbeiten von John Hattie, dass daran niemand mehr vorbei kann. Und natürlich ist es wahr, eigentlich ist es banal, aber jetzt liegt klar auf dem Tisch, dass am Ende die Lehrperson im Zentrum steht. Und warum das aber so ist, dass wir trotzdem immer in erster Linie über Klassengrößen, über Geld und andere Dinge reden, ich muss gestehen, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Die Hattie-Studie wird am 13. Dezember bei einer Konferenz an der Uni Rostock genau auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. Geplant sind 22 Workshops. Anhand dessen will das Bildungsministerium über die notwendigen Maßnahmen entscheiden.